Tipps gestern, hast du da auch den Baulärm gehört, die ganze Zeit? Also ich glaube ja, die haben irgendwas für uns wieder gebaut, was Neues. Ich glaube eine Überraschung. Also, ich schau mir das jetzt jedenfalls einmal an. Aber mir gefällt nicht, was ich da sehe. Irgendwie schaut das jetzt alles viel kleiner aus da herinnen. Echt komisch. Weiß nicht, was einer da eingefallen ist. Beim Tunnel kann man nämlich nicht mehr durch. Und überhaupt. Ich finde, man müsste uns da fragen vorher. Die können nicht einfach alles selber bestimmen. War jetzt groß. Jetzt hat's ja wieder gedrängt. Da ist groß auch gleich wieder viel saftiger. Weil, weißt du, sie machen ja im Urlaub jetzt alles auf Italienisch. Essen sie so Spaghetti und so. Ich glaube, deswegen haben wir auch so Spaghetti groß gekriegt. Also so ein langes halt. Hey, Maus, musst du da drüber rennen hörst? Leo, hast du euch schon gesehen, gell? Die haben das unser Gehege kleiner gemacht. Weißt du warum? Ja, ich weiß eh. Ich hab ja gehört, wie sie gesagt hat, wir kriegen Feriengäste. Ja, aber die gehen ja dann wieder, verstehst du? Ist nicht so schlimm. Es geht schon los. Er bringt ja noch schon das Futter rein. Hoffentlich haben wir dann auch noch genug. Ich meine, die haben Vollpension. Zwei sind's. Mr. und Mrs. Wigwig oder so. Engländer. Darling, breakfast is ready. Tastes so nice here in Austria. How many nights have you booked here, honey? One. Why? What? Just one night. Okay. This means we should use everything that they offer. Massage and nail clipping and hair washing and so on. Okay. Hey baby, I really just wanna sleep a little bit. Relaxing. You know? Reading the newspaper. But we could also eat the whole day. Eat and eat and eat and eat.